Wir machen mal weiter mit der Reaktion vieler Leute auf das, was danach folgte. Der Schulstreik an jedem Freitag hat natürlich Reaktionen hervorgerufen. Und auf diese Reaktionen habe ich mir erlaubt, wieder mit einer Reaktion in Liedform zu reagieren. Und das ist dieses Lied. Pflichtschwänzer heißt das Lied. Sie gehen in die Schule von Montag bis zum Donnerstag. Stunden fallen aus, sagt mal, woran das liegen mag. Geld, das ihr verschwendet, ist für Lehrer wohl zu knapp. Für eure eigenen Konten zeigt ihr genug Milliarden ab. Wird allerhöchste Zeit, dass ihr was nötig ist, erkennt. Ein Löschzug reicht allein nicht aus, wenn das Haus schon brennt. Wird allerhöchste Zeit, dass ihr vielleicht doch noch versteht, dass unsere allerletzte Chance, noch was zu retten, bald vergeht. Schüler, protestiert, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen, strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert. Sie werden freitags nicht zur Schule gehen, macht ihr nicht eure Pflicht. Dass ihr erkennbar mal was tut, bis dahin gehen sie nicht. Ihr zeigt unmissverständlich, eure Einsicht ist begrenzt. Ihr habt noch nichts begriffen, solange ihr eure Pflichten schwänzt. Wie lange wollt ihr warten, bis ihr endlich euch bewegt und euch nicht länger künstlich über Schulschwänzer erregt? Das Klima ist kein Partner, mit dem man noch verhandeln kann. Für vieles ist es schon zu spät, wann fangt ihr endlich an? Schüler, protestieren, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert. Ihr sagt, bevor ihr handeln könnt, braucht ihr erst ein Gesetz. Dann macht, dass ihr eins hinbekommt, nicht morgen, sondern jetzt. Für lange Diskussionen ist doch nicht mehr länger Zeit. Habt ihr das nicht begriffen, dann seid ihr nicht gescheit. 5:12 ist längst vorüber und die Zeit läuft ab. Der Sekundenzeiger tickt, Tropfen fallen endlos herab. Das Fass läuft nun bald über, dann ist endgültig zu spät. Und unaufhaltsam die Natur aus dem Gleichgewicht gerät. Schüler, protestieren, weil ihr nichts tut, weil nichts passiert. Ihr wollt nur, dass man Schule schwänzen strengstens sanktioniert. Kinder sollen lernen, doch sie haben längst kapiert. Gelernt, dass nichts getan wird, nichts geschieht, wenn nichts passiert. Deshalb wird in der Schulzeit demonstriert und protestiert. Ich habe ja die stille Hoffnung, dass
diejenigen, die vielleicht jetzt noch kein Wahlrecht haben. Aber das kommt ja unweigerlich mit dem Älterwerden. Irgendwann dann sich daran erinnern, wer ihnen in den Rücken gefallen ist, wer sie als Schulschwänzer diffamiert hat, wer so getan hat, als wären sie unreif, dass sie nicht verstehen, wovon sie reden und sich überhaupt nicht davon überzeugt hat, wie viel Sachverstand vorhanden ist bei denjenigen, die auf die Straße gehen und sich engagieren, dass dieser Wahnsinn, den meine Generation und die Generation meiner Kinder angerichtet hat, ein Ende findet.